geht's los. Da ist das rote Lämpchen. So, Freunde. Also ich bin, darf ich kurz vorstellen, ich bin Robert vom Kultmucke-Blog. Und ihr seid jetzt gerade heute am Releasen eurer zweiten EP. Wie ist denn der Name eigentlich eurer EP? Das ist eine einfache Frage. Merry Go Round. Merry Go Round. Hat irgendwie einen Hintergrund, dass der Name so gewählt wurde? Ich glaube, also wir wollten eins der Lieder, wo wir sehr, sehr viel Konzept reingesteckt haben und sehr viel am Herzen lag, dem wollten wir einen Titel geben und wir haben gefunden, dass das Wort Karussell, Merry Go Round steht für Karussell, dem am besten Rechnung trägt, dem Lied, und deswegen haben wir das Lied sozusagen auch zum Titellied der EP gemacht, wobei das Lied jetzt anders heißt, heißt nämlich Crash Car. Aber trotzdem, das war sozusagen der Hintergrund, dass man dieses Lied stellvertretend für die Musik, die man spielt, dann für den Namen der EP nimmt. Wir haben erfahren, dass zwei eurer Bandmitglieder jetzt demnächst für ein paar Monate ins Ausland gehen. Deswegen wollten wir eigentlich mal fragen, wollt ihr heute richtig auf die Kacke hauen oder macht ihr heute eher smooth? Also richtig auf die Kacke hauen, um nochmal die Leute zu faszinieren für die nächsten paar Monate, dass sie dann euch wiedererkennen, wenn ihr wieder da seid. Wenn ihr Quellen habt, die euch sagen, dass wir weggehen, werden euch ja auch Quellen auch verraten haben, dass wir heute richtig auf die Kacke hauen. Richtig. Auf jeden Fall. Also allein schon uns zuliebe. Oh, das ist übrigens Stefan, der haut mit auf die Kacke. Hi. Genau, auch um einfach uns sozusagen für die nächsten 6 Monate ein bisschen auszulassen, schon vorzeitig auszulassen. Okay, also in 6 Monaten geht es dann frisch wieder ins Werk und weiter mit vielen Konzerten in Berlin? Und dann irgendwann auch Album geplant, oder? Ja, es gibt auf jeden Fall schon genug Songs, die wir noch nicht aufgenommen haben, so, die für eine neue EP taugen würden. Und, also ich spiele auch heute, aber für ein Album müssen wir dann noch mal ansetzen halt. Aber ich glaube, das wäre so der nächste Schritt auf jeden Fall. Zumindest nicht die zweite EP, sondern die erste. Ach, die erste. Die erste EP war so ein Demo-Tape, das wir gemacht haben, was wir auch, haben wir das zum Verkauf auch gegeben? Ja, 2 Euro. Ja, also geschenkt. Also die erste richtige EP? Jetzt, die so richtig 5 Euro kostet, wie sich das gehört. Okay, und seid ihr jetzt aufgeregt vor eurem Record-Release-Konzert? Ich freue mich drauf. Ich auch. Also, große Freude. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg und hoffe, dass ihr die Scheiße heute rockt. 1, 2, 3, 4! We'll be right back.
Hi, ihr wart gerade beim Kuschus-Konzert, beim EP-Release. Wie hat es euch denn gefallen? War geil. Ja, wir haben schon spontan eine CD gekauft. Merry go round. Okay. Wie habt ihr es euch erwartet? Wurden eure Erwartungen erfüllt? Ich hatte jetzt nicht wirklich große Erwartungen oder mir was speziell vorgestellt, aber es war wie immer gut. Hat gerockt, ne? Also wir waren ja schon auf mehreren Konzerten. Warte ich nicht, auf jeden Fall. Echt? Waren auch richtig viele Leute da, hat gute Stimmung. Also euer Hunger ist fürs nächste halbe Jahr gestillt? Auf jeden Fall. Weil im nächsten halben Jahr machen die Jungs Pause. Echt, ja? Ja. Das ist schade. Ja, weil der Schlagzeuger und der Gitarrist gehen ein halbes Jahr ins Ausland. Und so. Also ihr müsst jetzt euch ein halbes Jahr gedulden. Ja, dann ist das so, ist ja so. Also danach seid ihr wieder dabei? Auf jeden Fall. Wir sind dabei. Wir haben Blut geleckt, ne? Ja. Ja, dann Dankeschön, schönen Abend noch. Bitte, gern. So, ihr wart gerade im Bang Bang Club zur Record Release Party von Two Shoes. Wie fandet ihr es denn? Super, total energisch. Wundervolles Live-Set, kann ich nur weiterempfehlen. Schöne Melodien, ja. Ich hatte, war cool. Ich fand, dass es ein bisschen wie Arctic Monkeys geklungen hat, so ein paar Teile. Weiß nicht warum. Mich hat es oft an Pauls erinnert irgendwie, aber es ist halt so typischer Indie. Es ist halt eine normale Indie-Band. Und ich finde, ein bisschen mehr Melodie und ein bisschen aggressiver wäre schon cool. Ich habe die Schuhe seit einer ganzen Weile nicht mehr auf dem Konzert gesehen, weil sie ja auch ihre Sommerpause hatten. Sie haben sich sehr weitreichend verändert, aber ich finde es sehr positiv und war sehr überrascht und begeistert. Nun war es für mich keine Musik, wo ich unbedingt tanzen muss, sondern eher, wo ich zugucken kann und da irgendwelche Sachen entdecke. Also es war sehr interessant zu sehen und hat mir viel Spaß gemacht.